Video soll es darum gehen, welche Datentypen wir in R haben. Das betrifft sowohl die Art von Information, die in R abgespeichert werden kann, als auch in welcher Form diese Information dann in R abgelegt wird und später für weitere Funktionen zur Verfügung steht. An Datentypen haben wir bereits kennengelernt, im Grunde genommen das Einfachste. Das wäre der Fall, wenn wir eine Zahl in eine Variable schieben. In diesem Fall eine Ganzzahl. Eine weitere Möglichkeit wäre es, wenn wir eine gebrochene Zahl in eine Variable schieben. Man kann sich anschauen, welche Art von Wert dann dort abgelegt ist mit dem Befehl typeOf x. Und auch wenn wir im ersten Fall eine Ganzzahl in die Variable geschoben haben, wird sie erst einmal einfach als Double, als Kommazahl abgelegt. Das gleiche für y. Und es gibt noch, das ist etwas verwirrend gegebenenfalls, es gibt noch nicht nur typeOf, sondern class. Das ist in diesem Fall auch für beide numerisch. Man kann explizit sagen, dass eine Variable als Ganzzahl behandelt werden soll. Das tut man, indem man das Ganze als Integer kennzeichnet. Zum Beispiel mit dem Befehl sInteger. Damit ändert sich eigentlich an meinem x nichts. Aber wenn ich mir den Typ anschaue, haben wir jetzt dort explizit eine Ganzzahl hineingeschoben. Eine weitere Art von Variable, von Variableninhalt im Grunde genommen, sind Variablen, die Text beinhalten. Wenn ich in meine Variable ein Stück Text hineinschiebe und mir den Typ anschaue, den Typ anschaue, dann habe ich dort eine Character-Variable vorliegen, also eine Zeichenkette. Das ist in R möglich. Ein Sonderfall dieser Zeichenkette ist es, wenn wir es mit Faktoren zu tun haben, also nicht einfach nur Zeichen, sondern wie man es gegebenenfalls aus Datenbanken kennt, wenn wir eine Zeichenkette haben, die eine bestimmte Eigenschaft kodiert und von der nur eine begrenzte Anzahl vorhanden ist. Zum Beispiel männlich, weiblich für ein Gräberfeld, dann kann man diese Eigenschaft als M oder F oder männlich oder weiblich als Text eingeben. Im Hintergrund wird dort aber ein Zahlenwert abgespeichert, der dann wieder in männlich und weiblich übersetzt wird. Das hat Auswirkungen für bestimmte Arten von Darstellungen, für bestimmte Arten von statistischen Tests. Da wird dann unterschieden, ob man einen Charakter oder einen Faktor hat. Einen Faktor können wir festlegen, indem wir explizit, ich nehme wieder meine Variable z, angeben, dass wir es mit einem Faktor zu tun haben wollen. Faktor. Und wenn wir uns jetzt z anschauen, sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben keine Anführungszeichen in der Ausgabe. Es steht dort der Wert männlich, den ich eingegeben habe, und es gibt dort drunter dieses Levels. Und unter Levels werden dann die einzelnen Ausprägungen aufgeführt. Ich greife jetzt mal ein kleines bisschen vor, indem ich hier eine Datenreihe anlege, zu der wir gleich kommen, meinen Vektor. Und ich machen wir es so. MW, um das Tippen etwas zu ersparen, etwas zu kürzen. So, haben wir eine Reihe von Bestattungen, die verschiedene Geschlechter beinhalten. Und wenn ich mir jetzt Z anschaue, sehe ich, dass dort diese Reihe vorhanden ist und als Levels werden zwei Dinge aufgeführt, M und W. Das sind die beiden separaten Ausprägungen, die wir in diesem Faktor vorhanden haben.
Und wenn ich mir anschaue, wenn ich diesen Faktor jetzt direkt als Zahl darstellen möchte, Teacher von Z, dann bekomme ich sozusagen die Zahlenkodierung ausgegeben, die dort im Hintergrund vorliegen. Ein weiterer Datentyp sind logische Werte. Das sind Werte, die Ja- und Nein-Ausprägungen annehmen können. Ich mache wiederum eine Datenreihe auf. Zu diesem C-Befehl kommen wir später noch. Damit erstelle ich meine Datenreihe. Und kann jetzt hier verschiedene Ja-Nein-Werte als True oder False eingeben. Man beachte die Großschreibung. Wenn ich mir jetzt K anschaue, steht dort True, False, False, True. Und wenn ich mir anschaue, welchen Typ wir haben, dann steht dort logisch. Wir haben einen logischen Vektor angelegt mit Ja- und Nein-Werten. Den kann man zum Beispiel für Auswahlverfahren oder ähnliches benutzen. Das zeige ich gleich noch. Man kann auch diesen direkt als Zahlenwert sich anzeigen lassen. Und dann wird es übersetzt in 1 für True und 0 für False. Ein weiterer wichtiger Datentyp und der letzte, den wir jetzt aufführen wollen, ist das Nicht-Eingeben von Zahlen. Wenn wir zum Beispiel bei unseren Geschlechtern an einem Grab dieses Geschlecht nicht bestimmt haben, muss an dieser Stelle doch irgendein Wert eingetragen werden, damit die Datenreihe vollständig ist. Und der Eintrag kann nicht 0 sein. Auch bei Zahlenreihen darf man an der Stelle keine 0 einführen. Ich mache das mal mit einer Zahlenreihe. Na, Z gleich C von 12, 13, 14, 15, dann haben wir jetzt einen fehlenden Wert und wenn ich hier 0 eintrage, dann sieht Z soweit ganz nett aus. Wenn ich aber den Durchschnitt von Z zum Beispiel berechnen wollen würde, kommt hier ein falsches Ergebnis, weil diese 0 als echter Zahlenwert verstanden wird. Also dort wird tatsächlich verstanden, diese Ausprägung der Variable wäre an dieser Stelle 0 gewesen. Und dementsprechend wird der Durchschnitt auch falsch berechnet. Richtiger ist es an dieser Stelle, NA einzugeben für Not Available. Das ist im Grunde genommen auch nur eine Variable, die einen leeren Wert abspeichert. Und wenn ich den in eine solche Zahlenreihe hineinpacke und sie mir ausgebe, dann steht dort eben NA an der Stelle. Wenn ich jetzt den Durchschnitt dieser Zahlenreihe berechne, bekomme ich auch NA zurück, weil eben ein Wert nicht vorhanden ist. Und das ist für mich das Warnsignal, irgendwo gibt es dort fehlende Werte in der Zahlenreihe. Wenn ich trotzdem meinen Durchschnitt berechnen möchte, muss ich sagen, dass er die NA-Werte ausschließen soll, also nur über die Werte den Durchschnitt berechnen soll, die nicht NA sind, die vorhanden sind. Das passiert mit dem Befehl NARM gleich T. NARM ist eine Option für die Berechnung des Durchschnitts. Gleich T wäre auch zu übersetzen mit gleich True. Also wieder ein logischer Wert und man kann diese logischen Werte durch ein großes T oder ein großes F abkürzen, damit man nicht jedes Mal True oder False tippen muss. Und das gleiche gilt auch, wenn man einen solchen logischen Vektor zum Beispiel anlegt. Dann kann man auch statt, wie wir es hier oben haben, immer True, False einzugeben, einfach großes T und großes F eingeben. Wenn ich das jetzt hier ausführe mit meinem Durchschnittswert, bekomme ich tatsächlich den richtigen Durchschnitt zurückgegeben. Und das NA wird eben aus der Berechnung ausgeschlossen. Also wichtig, wenn man fehlende Werte hat, diese nicht durch 0 kodieren oder wie wir es vielleicht hier oben haben könnten. Na, wo bist du hier? Nicht einfach ein leeres Feld, nicht einfach nur zwei Anführungszeichen, damit man das als leeren Charakter angibt, sondern an der Stelle muss NA eingetragen werden, damit dieser Wert als nicht vorhanden gekennzeichnet ist.
Das war sozusagen über die Inhalte, was an verschiedenen Daten dort in R abgelegt werden kann, was im Grunde genommen alles umfasst, was man so gängig in Statistik oder anderen Berechnungen verarbeiten können muss. Jetzt soll es noch darum gehen, in welcher Form diese Dinge abgelegt werden können. Das Einfachste, was wir bisher hatten, ist eben der Skalar, also einfach ein Wert, eine Zahl, z gleich 1, dann haben wir hier einen skalaren Wert vorliegen, in dem nur eine einzige Ausprägung abgespeichert wird. Das gleiche gilt zum Beispiel für die fest vorgegebene Variable Pi. Da steht auch nur ein einziger Wert drin. Das gleiche würde auch gelten, wenn ich einen einzigen Textbaustein in eine Variable hinein schiebe. Auch das wäre ein skalarer Wert. Die nächst komplexere Form ist ein Vektor, wie er in R benannt wird. Das ist eine Reihe von Zahlen oder Daten, wie wir es hier oben mit unseren Faktoren zum Beispiel vorliegen haben, wo wir eine Reihe von Werten haben, die hintereinander in einer festgelegten Reihenfolge aufgeführt sind. Oder wie zum Beispiel auch eine in R vorhandene vordefinierte Variable, islands, wo ich eine Reihe von Werten habe, die die Größen von Inseln in diesem Fall angibt. Und an der Stelle haben wir hier einen benannten Vektor. Also hier sind es einfach nur aufgeführt m oder w. An der Stelle haben wir eine Benennung der einzelnen Stelle in diesem Vektor und darunter die Ausprägung, also den tatsächlichen Wert. Wenn man sich einmal die Struktur einer Variable anschauen möchte, kann man das mit dem Befehl str machen für Structure. Und damit sehe ich, dass es ein benannter numerischer Vektor ist von 48 Stellen. Hier sind die einzelnen Ausprägungen aufgeführt und hier sind die Namen der einzelnen Ausprägungen aufgeführt. Wenn ich das gleiche zum Beispiel für z mache, bekomme ich, dass es ein Faktor ist, eine Faktorvariable mit zwei Ausprägungen und hier sind dann die Zahlen für diese Ausprägungen angegeben. Wenn ich das für Pi mache, sehe ich, dass es ein numerischer Wert ist, der hier kurz dargestellt abgekürzt wird, ein Skalar. Die nächst komplexere Variante ist, wir haben jetzt hier einfach eine Reihe von Zahlen, die sozusagen einmal nur horizontal hinübergeht. Das nächst komplexere wäre, wenn wir eine Datentabelle haben, wie zum Beispiel die Tabelle Eurocross, wo wir zwei Dimensionen haben, Spalten und Zeilen, und je nachdem werden von den Spalten und den Zeilen werden die einzelnen Werte belegt, wie man es zum Beispiel bei einer Excel-Tabelle oder etwas Ähnlichem kennt. Also gängig in R ist, dass man hier die einzelnen Ausprägungen in den Zeilen hat, wie zum Beispiel die einzelnen Gräber und in den oder die einzelnen Merkmalsträger in den Zeilen, um es richtig auszudrücken, und die einzelnen Merkmale in den Spalten, wie zum Beispiel Deckel vorhanden, ja, nein, Grabgröße, Geschlecht, solche Sachen. Aber in einer Datenmatrix, wie wir sie hier haben, müssen alle Werte im gleichen Datentyp vorliegen. Also wir können eine Matrix nur aus Zahlen erstellen, aber nicht aus der Mischung zwischen Zahlen und Buchstaben. Es müssen also alle Spalten und alle Zeilen müssen, die Inhalte hier müssen im gleichen Datentyp vorliegen. Also zum Beispiel alles Zahlen oder alles Buchstaben oder alles Faktoren oder alles logische Werte. Diese Einschränkung trifft nicht zu auf Datenrahmen. Blöde Übersetzung im Grunde genommen für Data Frame. Ein Data Frame sind Datentabellen, bei denen Daten in unterschiedlichen Ausprägungen vorliegen dürfen, wie zum Beispiel in der vorgegebenen Variable mt cars, wo wir hier wieder die Namen der einzelnen Spalten haben und hier Ausprägungen, die in dem Fall Kommazahlen beinhalten, Ganzzahlen
Und man kann hier eben auch noch Buchstaben rein, Text hinten dran setzen als eine Spalte und so. Also hier können unterschiedliche Datentypen eingetragen werden, und das ist das, womit man meistens auch agiert in R, wenn man Daten auswertet, weil wir zum Beispiel bei Gräbern die Eigenschaften mit Ja-Nein kodiert haben werden, das Vorhandensein von Dechsel Ja-Nein, die Grabgröße in unterschiedlichen Ausprägungen als Messwert und ähnliche Dinge, vielleicht noch ein Bemerkungsfeld hinten dran. Also normalerweise arbeitet man vor allen Dingen mit Datenrahmen, mit Data Frames, um in R Dinge durchführen zu können. Gut, das war erst einmal relativ theoretisch, welche Datentypen wir in R benutzen können. Und im nächsten Video werden wir mal ein bisschen damit arbeiten.